Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Präpokalypse. Meine Lieben. Also, ja, wir müssen über Dinge nachdenken, wir müssen Dinge machen. Ich habe tatsächlich ein bisschen gespielt. Privatspielstand ohne euch und da waren Sachen los und deswegen, wir brauchen dringend, ich habe es ja schon mal erwähnt, ich habe ja schon mal erwähnt, dass unterirdisch bauen nicht so schlau ist. Und habe festgestellt, dass das hier in dieser Mod doppelt gilt. Achso. Nee, doch, ist richtig. Lass uns mal schauen, wo wir hier landen. Oh, ich hocke nicht. Ja, also, lass uns nochmal. Wir waren ja schon mal im verbrannten Wald letztes Mal und haben gelernt, was ich ja ursprünglich auch schon mal vermutet habe, dass so eine Mod ordentlich anzieht. Besonders, wenn sie dir am Anfang Sachen schenkt. Den stellen wir mal auf gleich. Haben wir gelernt, wissen wir. Und, das wird nicht besser. Und ich musste auch tatsächlich feststellen, ach, können wir noch gar nicht. Ich wunderte mich. Können wir noch gar nicht. Das wird nicht besser. Und ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen so gespielt, ohne euch. Also nicht hier, sondern meinen eigenen Spielstand. Weil ich immer so denke, ja klar, wir wollen die Mod zusammen erkunden. Aber ich denke immer so, na, die ersten Tage kennen wir ja jetzt schon. Das sieht aus wie Blei. Ja. Aber wir kennen einen Scheißdreck, meine Lieben. Hui. Also, in dem Moment, wo ich die Schmiede aufgestellt habe, ging es rund. Und ich will euch das jetzt nicht zu doll spoilern. Ich habe ja auch einen Kommentar bekommen. Danke für den Hinweis, dass ich nicht hochstellen soll, die Schwierigkeit. Weil, wird schwierig. Jetzt ist zu spät. Jetzt ist hochgestellt. So, und da geht es nämlich los. Und, ich habe tatsächlich in meinem anderen Spielstand habe ich auch unterirdisch gebaut. Und da kam ein Screamer und dann ging die Hölle los. Und die haben halt komplett sich durchgebuddelt und mir... Ich will nicht sagen den Arsch aufgerissen, aber die haben mir schon den Arsch aufgerissen. Und deswegen brauchen wir, weil ich trotzdem unterirdisch wohnen möchte eigentlich, brauchen wir einen Turm. Wir brauchen einen Verteidigungsturm. Wir brauchen einen Turm. Da führt einfach mal kein Weg drumherum. Und ich glaube, den möchte ich hier designen. Ihr hört's, die Frau schlägt direkt auf unseren Deckel ein hier. Die uns da oben gespürt hat. Die interessiert sich nicht für unsere Tür. Und das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe auch. Kobbel haben wir ein bisschen. Haben wir noch mehr Kobbel? Können wir mehr Kobbel machen? Können wir sogar. Lass uns mal nochmal 200 Kobbel machen. Wir brauchen Kobbel, Leute. Wir brauchen Kobbel. Ist wirklich eine Notwendigkeit, Kobbel. Ja, ich bin trotzdem erstmal nicht motiviert, hier... Ja, das ist ein bisschen doof, ne? Die Schwierigkeit runterzustellen. Wollte ich überhaupt nicht. Dumm bin ich. Trotz unserer Erlebnisse. Trotz meiner weiteren Feststellungen. Natürlich ein bisschen hässlich jetzt, ne? Ach,
machen das hier auch mal weg und bauen das um. Gefällt mir besser. Gefällt mir besser. Dann müssen wir eben einen bisschen vorsichtigeren, langsameren Ansatz wählen. Warum darf ich hier nicht hinkerzen? Ach, weil der Block natürlich... Ich bin so dumm. Ich darf hier nirgends hinkerzen. Da darf ich hinkerzen. Da will ich aber gar nicht hinkerzen. Und hier soll die Leute hinkommen. Wir haben keinen Platz für Kerzen. We machen one dit jetzt. Und das war auch ein Fehler. Ah, alles falsch gemacht. All falsch gemacht. All falsch gemacht. Alles falsch. Ja, das machen wir jetzt aber als erstes. Bevor wir unsere Höhle ausbauen, sehen wir erstmal zu, dass wir... dass wir eine Verteidigungsstellung kriegen. Ich bin wirklich... Es ist... finde ich aber auch irgendwo attraktiv. Nee, ist mir doch ein bisschen zu dick. That's what she said. Da, dich suche ich. So nämlich. Ja, wie wir mit dem Licht umgehen, weiß ich noch nicht. Hilft wahrscheinlich nur eins. Hilft wahrscheinlich nur eins. Gute alte Helmlicht-Mod. So. Ah, genau. Normale Tür platziert. Auch gut. Fragezeichen. Nee. Kommt ja ein normaler Block hin, ne? Ein normaler Block hin. Und hier eine einfache Platte drauf. Okay. Verstehe ich. Diese Logik verstehe ich. Hopp. So, dann haben wir unseren Verteidigungs- und zum Turmhochraum. Ja. So, jetzt ist dieser Block belegt komplett. Dann müssen wir da hoch. Mal gespannt, inwiefern die Frau da oben uns gleich auf den Kopf fällt. Oder ihr den Deckel kaputt macht. Ist auf jeden Fall schon mal irgendwo reingefallen. Die ist voll reingefallen, die Maus. Ja, meine Lieben, es wird spannend, glaube ich. Könnte spannend werden. Könnte spannend werden. Wir schauen mal, ob es spannend wird. Ich glaube, das ist zu viel, was ich jetzt hier ausbuddel. Hier wollen wir langbuddeln. Oh, vielleicht können wir, wollen wir... Na, wir schauen mal. Schauen uns das mal an. Ne? Schauen wir mal. So, sagt mir aber auf jeden Fall auch, dass wir noch nicht tief genug sind, wenn hier die Leute... Wenn hier die Leute der Meinung sind, sie müssten Krach machen. Und uns spüren, wenn wir hier ein bisschen Sachen machen. Und sich in unseren Deckel reinbuddeln. I don't like it. I don't like it. Wo können wir, wollen wir? Was halten wir denn von... So.
Wobei, warte. Verkehrt. So. So. Hier muss dann so ein Eckding rein. So eins nämlich. Glaube ich. Müsste stimmen. Nee, stimmt nicht, weil das keine 60-Grad-Ecke ist. Habt ihr wieder falsch gemacht. Diese braune. Nee, ist auch falsch. Ich glaube, die 60 Grad sind hier scheiße. Ich glaube, die dürfen wir nicht nehmen an der Stelle. Gib mal die normale. Klippi. So, dann nehmen wir hier diese. Mano, nein! Nehmen wir hier die 60 Grad weg und machen eine richtige Rampe. Mean, jetzt genau Rampas. Ich glaube, so gefällt mir das ganz gut. So. Haben wir hier so ein bisschen rampig. Oh, nehmen wir einfach so, wa? Nehmen wir einfach so. Wollen wir vielleicht, ist das eine Möglichkeit? Wenn ich hier hinlampe. Hier. Dass wir dann hier drinnen ein bisschen Licht haben. Ist das besser als vorher? Glaube nicht, wa? Nee. Also wenn, dann marginal. Und marginal machen wir nicht. Marginal machen wir nicht. Ah, da war ich schon einmal da oben. Na gut. Ist okay für mich. Gut, da muss nicht dringend, aber was war am Hammer. Ja, meine Lieben, es wird spannend. Also ich. Ne? Der Schreier, den ich da bekommen habe, war auch besonders. Auch besonders. Besonders fies, um genau zu sein. Lassen wir das so? Ich glaube, wir lassen das so. Dann können, wenn wir hier unten Probleme kriegen, können uns die Zombies nicht hinterher. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Oh, das ist eine gute Idee. Ja, meine Lieben. So, da sind wir wieder. Tja, so. Jetzt entschuldigt bitte. Es war jetzt wahrscheinlich bisher nicht so viel. Spannung und Unterhaltung dabei. Aber ich musste halt hier über Sachen nachdenken. Jetzt habe ich schon wieder ein zu viel ausgebuddelt. Ich musste halt über Sachen nachdenken. Wir die Planung vorantreiben. Und ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Blöcke nach oben wir jetzt müssen, um an der Oberfläche rauszukommen, wenn ich ehrlich bin. So, und wir haben ja Kobbel gemacht, ne? Ja. Lass uns doch mal direkt Kobbelblöcke machen. 100 sollten erstmal reichen. Weil wir haben Tag 5. Wir wollten auch noch, ein bisschen noch, wie ich gesagt habe, ja, für die erste Horde setzen wir uns einfach irgendwo hin. Was soll passieren? Da habe ich jetzt auch Angst vor. Also ich habe die erste Horde noch nicht erlebt. Habe ich mit Absicht nicht erlebt, weil wollte ich mit euch machen. Aber bei dem, was ich da gesehen habe, was schon ein Screamer so anrichtet, habe ich jetzt auch noch mal ein bisschen mehr Respekt vor dem bekommen, was uns hier zur Hordenacht erwartet. In der Vergangenheit in Vanilla und in den meisten anderen Mods die erste Horde ja nach der nicht so furchtbar wüst. Hier habe ich jetzt Angst. Ich habe Angst! Oh, wir haben Fertigkeitspunkte. Lass uns das mal eben machen, bevor wir. Gib mal einen Revolverheld. Erhöht das die Rüstung auch nochmal? Nee.
Aber finde mehr Rüstung und Teile. Ich glaube, das wollen wir einmal machen. Frage ist, nehmen wir nicht. Bergarbeitermeister, ja, aber will ich eigentlich jetzt auch noch nicht weiter? Dann müsste ich in die Stärke reinskillen. Das will ich noch nicht. Das möchte ich noch nicht. Messerangriffe sind schneller. Laufen und schießen. Ein Hüftbewegungsmalus während des Nachladens um 30% reduziert. Ich glaube, das ist eine Sache, die ich tatsächlich jetzt schon wichtig finde. Weil beim Nachladen weglaufen ist durchaus eine Sache. Das ist durchaus eine Sache. Ich bin auch tatsächlich gar nicht mehr so motiviert. Weil ihr habt es ja schon erlebt, als wir umziehen wollten. Da wird eine Menge zurückgeschossen. Ich weiß gar nicht, also so vom Gefühl, was ich jetzt habe. Vom Gefühl, was ich jetzt habe, ist Nahkampf einfach nicht gut. Nahkampf einfach nicht gut. Auf Dauer. Sprunghöhe um 2 Meter. Hier kommt man sogar noch eins höher. Ist einfach nicht gut. Hier haben wir schon die wichtigen Dinge. Haben wir hier was Wichtiges? Vom Landleben vielleicht? Sind wir da schon? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Mach einfach noch schon mal hier einen Punkt rein. Den werden wir bald brauchen. Ja, meine Lieben. So. Buy wrecked or get wrecked. Ich habe vergessen, aus dem Wasser, was ich gekocht habe, noch mehr Tee zu machen. Roter Tee. Sivu. Play. So, und Essen ist jetzt auch schon wieder eine Sache, ne? Eigentlich müssten wir. Eigentlich müssten eigentlich. Können wir hier? Ja, ich glaube, Living of the Land wird ein Thema zügig. Oh, wir haben ja Wildweizen. Warte mal. Hätte ich doch noch ein Prepper-Gebäck bauen können. Scheiße, Zeit verschwendet wieder. Okay. Okay. Ah, hier ist mein Gras. Warum? Weiß keiner. Gut, was war das? Fett, Fleisch. War noch Tüften drin? Pilze auf jeden Fall, glaube ich. Eier. Eier habe ich vergessen. Da, Quiche und Prepper-Gebäck. Was war der Unterschied? Ah, das Prepper-Gebäck hat mehr Fleisch gebraucht und die Quiche mehr Eier. Dann mach Prepper-Gebäck. Dann mach Prepper-Gebäck. Dann mach direkt nochmal 10-mal Fleisch erstmal. Ich bin noch nicht sicher, dass wir gleichzügig an. Müsste gleich ganz fertig sein. Dass wir gleich zügig an unser 10. Kochbuch kommen. Das war die Frage, genau. Da bin ich noch nicht überzeugt von. Deswegen machen wir einfach ein bisschen gegrilltes Fleisch. Was soll's. So, Tausammler wird aufgestellt. Und zwar einfach hier vorne. Zack. So. Wo hat sie sich reingeprügelt, die Frau? Hier. Okay, das ist nicht so tief, wie ich dachte. Das klang gefährlicher. Okay.
Okay, aber scheint ja auch eine normale Frau gewesen zu sein und keine von den gefährlichen Leuten. Ich glaube, die prügeln sich auch einfach schneller in Sachen rein, die gefährlichen Leute. Wir haben kaum noch Sprit. Kaum noch Sprit. Gut, andererseits haben wir es auch gerade nicht mehr so weit, ne? Aber ich glaube, für die Horde-Nacht wollen wir doch noch mal weiter auf Nahkampf skillen. Horde verteidigt. Warum habe ich denn den eigentlich noch nicht gelootet hier, den Wagen? Weiß auch niemand wieder, ne? Ach, guck mal. Cool. Dann lass uns den doch auch direkt mal zerwrenschen. Aus Spritgründen. Spritgründen. Ich meine, ist ja schön und gut, dass man zügig ein Minibike kriegt. Aber ein Sprit musste auch erstmal rankommen. War noch ein Motor drin. Willst du mich verarschen, ey? Also, ich meine, ja, Motor, cool. Aber das ist jetzt nichts, was wir mit uns rumtragen wollen. Na gut. Aber das waren 100 Sprit. Das war doch schön. Können wir hier direkt reingasen? Dann sind wir bei 19%. Damit kommen wir doch. Dann kommen wir doch durch die Quest, Leute. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ja. Ich habe jetzt tatsächlich ein paar Tage Pause gemacht. Hab, wie gesagt, einmal zwischendurch noch mal Crater Field, Twin Stables, Winchester Barroom, Schmitty McGee's. Winchester Barroom klingt doch gut. Halt, ich wollte den Sachen verkaufen. Verkaufen, 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 verkaufen. Den Rest nehmen wir mit nach Hause. Kaufe gar nichts, Junge. Hast du nicht gemerkt? Ich benutze dich nur. Oh, guten Morgen. Auch so eine Sache, ne? Dass hier im normalen Waldbiom Bären rumlaufen. Warum nicht? Haben wir doch schon geschafft. So. Wir haben sehr wenig Pfeile. Na gut. Achso. Der Bär, da hinten lief er her. Ich wollte ihn gerade packen, fing an zu kackeln. Können wir nur noch Pfeile nachproduzieren? Können wir. Da haben wir nicht ganz so viele, wa? So ein Bär schluckt schon den einen oder anderen Pfeil. Frage ist, funktioniert das von innen? Wahrscheinlich nicht. Der wird dann irgendwo sich hinstellen, wo ich ihn nicht treffe. Folgefrage ist, sind wir hier auf der Mauer sicher? Die ist mir zu klein. Ich glaube, hier oben drauf das Haus gefällt mir gut. Das Haus, die Frau. So nämlich. Guck mal, fetter Kackbär. Warte. Lass uns mal. Könnten wir, wenn wir Pflanzenfasern hätten. So nämlich. Kostet uns jetzt natürlich alles wieder unfassbar viel Zeit eigentlich. Aber ein Bär, der mal an meiner Basis rumchillt, ist das allerletzte, was ich möchte.
So, besseren Bogen brauchen wir. Und gibt ja auch eine Menge Fleisch. So, Bertram. Oh, biegt er ab. Bärbel. So, kannst mir nicht erzählen. Wir haben auch die Jägermod. Was will er machen? Was will er machen? Er will irgendwo hin, wo wir nicht treffen. Oh, was war denn das? Ging voll durch. Ich meine, ihr seht's, er sieht nicht aus wie ein Standardbär. Ich glaube, der kommt von der Mod direkt. Da ist dann vielleicht die Hitbox nicht. Not 100%. Ja. Versuche natürlich trotzdem hartnäckig immer auf den Kopf zu schießen. Aus Damage-Bonus-Gründen. Aber da geht immer ein bisschen was durch. Wobei, jetzt geht's gerade. Oh, frech. Zappelt er in dem Moment, wo ich schieße. Nimm dies! Kleiner fetter Tanzbär. Kleiner fetter Tanzbär. Pschung. Ich meine, ist natürlich aus essenspolitischer Sicht großartig, so ein Bär, ne? Der wird uns gleich eine Menge Fleisch geben. Immer in Klammern, hoffe ich. Und der müsste uns auch ein Testosteron geben. Und dann können wir, wenn wir es können, eine Zigarre bauen. Können wir, wenn wir es können, eine Zigarre bauen? Eine Zigarre ist cool. Ach, das ist eine Schule hier. School Stop sind wir. Können wir mal reingucken, wegen Bücherts. Oh ja, machen wir. Wenn wir den Bär tot haben, Stufe 3, aber oh. Egal. Egal. Wenn wir den Bär tot haben, Schleichschadensbonus, okay. Frecher Bär. Was wollten wir eigentlich für eine Rüstung tragen? Hatte ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht, ne? Schauen wir mal, was die mittlere Rüstung so hergibt. Ah, ich glaube, ich hatte eigentlich ans Enforcer-Outfit gedacht. Einfach aus Coolness-Gründen und mit Pistole und 44er gibt es ja Bonnie und so. Aber ich glaube, das Enforcer-Outfit ist leichte Rüstung. Und so wie sich die Mod mir darstellt, ist leichte Rüstung nicht das, was ich möchte. Ist leichte Rüstung nicht das, was ich unbedingt möchte. Hat einer mitgezählt, wie viele Pfeile das jetzt schon waren? 40 Stück wahrscheinlich, ne? 2000 EP, nice. Und ging jetzt doch ein bisschen schneller, als ich dachte. Wahrscheinlich, weil ich oft den Kopf getroffen habe. Das war schon sehr angenehm. So, kriegen wir ein paar Pfeile wieder. Oh, ein Wels. I like it. Können wir Sachen kochen. Oh, ein paar durchgegangen. Ein Wels. I like it. Damit kochen wir uns was. Damit kochen wir uns was, Leute. Bären sind gute Freunde von uns. Gibt's hier schon Wasser? Nein. Auch gerade erst aufgestellt, Leute. Seid mal nicht so gierig jetzt. Hätte ich vielleicht gar nicht so viel... Wie viel Fleisch gehabt? 70 Fleisch. Nice. Dachte gerade, hätte ich vielleicht gar nicht so viel Fleisch braten wollen. Aber... Wenn wir alles so hätten wie Fleisch, ehrlich gesagt. Fleisch haben wir ja wirklich anständig jetzt. So, Wels. Können wir noch gar nicht. Shit. Na gut. Dann kein Wels für uns. Kein Wels für uns. Huch, nein! Ich habe mein Gepäck sortiert. Ich wollte mein Gepäck nicht sortieren.
So. Zweimal Testosteron sogar. Okay, cool. Okay. Okay. So, dann gehen wir jetzt einmal in die Schule hier. Bücher lesen. Bisschen was lernen. Schön schlau werden. Nicht wahr? Und dann gehen wir unsere Quest machen. Aber all das, meine Lieben. Leider erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play 7 Days to Die, Präpokalypse. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugesehen haben. Hoffe, es hat euch auch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Komm, solange die Tür hier hält, muss ich auf die Leute draufschlagen. Und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Na komm, ich mache euch jetzt mal schnell her. Oh, Pfeil. Tschüssli Müsli!